So, servus Leute, heute bin ich mal wieder zurück mit einem kleinen Update-Video zu meinem Golf 4 und ich will heute mal ein bisschen drüber sprechen, wie alltagstauglich denn so ein Golf 4 heutzutage ist. Wir haben ja jetzt schon 2020 und die Zeiten haben sich um einiges geändert und da ist das eigentlich immer interessant zu vergleichen mit neuen Autos und wie ich den Golf 4 so einschätze. Also vom Design her finde ich den Golf 4 immer noch total genial und ihr könnt ja selbst mal gucken. Also der ist immer noch meiner Ansicht nach ein absoluter Klassiker, beziehungsweise er ist ein absoluter Klassiker und muss sich daher auch vor neuen Designs oder neuen Autos überhaupt nicht verstecken. Also ich habe gar nichts auszusetzen an dem Design vom Golf 4. Der ist für mich genauso in einer Kategorie, wie auch der Golf 1 zum Beispiel ist. Also für mich hat der Golf 4 eigentlich ausreichend Extras. Okay, man kann ihn jetzt nicht mit dem ganz neuen Golf vergleichen, aber im Vergleich zu einem Dacia Logan, der teilweise in der Basisversion noch nicht mal elektrische Fensterheber hat, hat so ein Golf 4, zumindest mein Modell, was ich jetzt habe, das hat ja auch schon damals bessere Ausstattung gehabt, einige gute Extras, die für mich essentiell sind. Drunter will ich jetzt nicht gehen, aber er hat die Extras und deshalb ist er für mich auch schon so alltagstauglich. Das ist zum Beispiel mittlerweile die elektrische Sitzheizung, die ich schon lieb gewonnen habe. Dann ist es das ESP und da will ich auch jetzt nicht mehr drauf verzichten, weil es ein riesen Sicherheitsfaktor ist. Dann die Klimatronik, Klimaanlage, Klimaautomatik. Zentralverriegelung. Das sind so kleine Features, natürlich auch Servolenkung, aber ich denke mal, ohne Servolenkung kriegt man heute gar kein Auto mehr. Das sind so Features, die ich auf jeden Fall haben will. Drunter würde ich es nicht machen. Gut, wenn man jetzt auf Oldtimer steht oder einen Golf 1 fahren will, klar, dann hat man das natürlich auch nicht unbedingt eingebaut. Ihr könnt ja mal gerne in die Comments schreiben, welche Extras für euch so unverzichtbar sind oder auf was ihr da besonders Wert legen würdet, wenn ihr euch ein Auto kauft. Also was die Alltagstauglichkeit vom Spritverbrauch ist, ist der sowieso hier sehr alltagstauglich, weil ich ja die LPG-Gasanlage von Ecom eingebaut habe und nur so ungefähr 8,5 Liter Autogasverbrauch auf 100 Kilometer und ich sag mal so 6,5 super auf 100 Kilometer. Das ist eigentlich vom Verbraucher total in Ordnung. Klar, wenn man ein neues Auto hat, hat man vielleicht einen Liter weniger irgendwo drin, aber das ist okay. Dann, was natürlich die Alltagstauglichkeit noch verbessert, wenn man so ein bisschen selber schrauben kann, ist, dass er sehr günstige Ersatzteile hat. Also die kriegt man wirklich super günstig. Also da muss man nicht viel für ausgeben. Ich habe zum Beispiel mal einen Auspuff-Endtopf gekauft mit Befestigungsmaterial bei eBay. Und es hat nur 29 Euro gekostet, also mit Versand, total cool. Also wenn man ein bisschen was selber machen kann oder auch vielleicht mal zum Autoverwerter geht, um ein bisschen speziellere Ersatzteile zu bekommen, wie jetzt zum Beispiel so Steuergeräte oder irgendwelche Regler, ja, dann ist es total günstig. Also im Unterhalt, da muss man sagen, super alltagstauglich. Wenn man natürlich Reparaturen selber macht, muss man auch ein bisschen technisches Verständnis haben. Ich denke, das habt ihr, wenn ihr auch bei mir in den Kanal guckt. Also man muss schon selber Ölwechsel machen, selber Reifen wechseln, also zum Beispiel Felgen wechseln, Sommer-Winterreifen. Das sind alles so Sachen, die man natürlich schon selber machen kann und machen sollte. Wenn man allerdings, ich sage mal so, nicht so technisch versiert ist, ist es natürlich günstiger, im Endeffekt günstiger, weil man kann nicht immer zur Werkstatt gehen. Wenn man sich so ein 4 bis 6 Jahre altes Auto kauft, was wenig Wartungsstau hat und gut gewartet ist, ja, da muss man sich eigentlich dann um fast nichts kümmern und kann das gut fahren und ist auch nicht so teuer. Was ich mir nicht kaufen würde, wäre natürlich ein ganz neues Auto direkt vom Hof, vom Autohändler. Da legt man immer ein bisschen drauf und sobald das Auto eine Tageszulassung hat, hat das gleich mal 20% weniger an Wert. Also das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Jetzt nochmal was zum Fahren. Mitschwimmen im Verkehr, der hat 75 PS, gar kein Problem. Also kriegt man gut hin. Er ist daher im Stadtverkehr super alltagstauglich, auch Berufsverkehr auf der Autobahn kein Thema.
Was ein bisschen schwieriger wird, ist natürlich, wenn man auf der Autobahn weitere Strecken fährt, in Urlaub fährt. Da ist er natürlich mit der Motorleistung nicht mehr so der allerschnellste. Und man muss teilweise am Berg auf mal schauen, dass man an den LKWs gut vorbeikommt. Also da könnte er ein bisschen durchzugsstärker sein, der 75 PS Motor, aber da stehen meistens eigentlich nur für so zur Arbeit, zum Pendeln brauche, vollkommen ausreichend. Auch die Größe zum Einparken, super perfekt. Man findet, also ich finde jetzt hier, ich bräuchte gar keine so Parkautomatik, so Abstandswarner brauche ich gar nicht. Ich kann mittlerweile mit dem Golf hier so gut einparken. Das ist überhaupt kein Problem. Der hat auch eine super Größe für Parklücken. Ich finde da auch in der Großstadt immer super schnell, super easy einen Parkplatz. Auch die Stoßstangen sind da, verzeihen das auch so ein bisschen, wenn man ein bisschen sich reindrückt. Ist bis jetzt noch nicht abgefallen, also ist voll okay. Jetzt hat er natürlich auch seine Schattenseiten. Die will ich euch nicht verheimlichen. Das Auto ist 20 Jahre alt, also ihr braucht da jetzt nicht zu erwarten, dass ihr einen Neuwagen bekommt. Was nach 20 Jahren eigentlich getauscht werden müsste und relativ durch ist, sind alle Dämpfergummis und das Fahrwerk. Das ist ziemlich, es ist fertig. Da kann man einfach nichts anderes sagen. Auch die Kupplung ist natürlich dann irgendwann mal, hat ein relativ komisches Ansprechverhalten. Klar, das sind die 20 Jahre, die er dann wirklich auf dem Buckel hat. Aber ich würde trotzdem sagen, er fährt immer noch wie auf Schienen, gerade wenn er mal ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Da ist er immer noch besser als neuer Golf 1, sage ich jetzt mal, als er damals vom Band lief. Also er hat schon, das Fahrwerk ist schon gut. Also er hat schon, er läuft schon gut. Also das kann man nicht anders sagen. Die Servo ist auch ein bisschen schwergängig mittlerweile. Könnte ein bisschen leichter sein, wenn man das mit dem neuen Auto vergleicht. Also neuer Golf hat ein anderes Lenkverhalten. Da ist die Servo spricht auf jeden Fall anders an. Dann, was natürlich auch runter ist nach 20 Jahren, hat eigentlich nicht so viel mit der Alltagstauglichkeit zu tun. Der Innenraum ist ein bisschen lediert, gerade mit dem Soft-Touch-Lack. Das ist ja einfach auch so. Gell? Also da hat er schon ein bisschen gelitten. Jetzt nochmal die Punkte, die den Wagen noch so ein bisschen pimpen. Und da kann man noch ein bisschen mehr Alltagstauglichkeit natürlich rausholen. Das ist einmal so, ich habe ja hier in dem Wagen drin, das habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen, hier sieht man es, ich habe dieses VW MCD Navi-Radio drin. Dieses Radio hat einen Ausgang für einen CD-Wechsler. Und an diesen CD-Wechsler, da kann man quasi so einen Bluetooth-Stecker dran anschließen. Das habe ich gemacht. Den sieht man jetzt hier nicht so gut. Ich kann noch mal gucken auf der anderen Seite. Hier unten, da guckt er raus. Dieses Teil, das habe ich da an den CD-Wechselausgang angeschlossen. Das ist kein Bluetooth jetzt. Es gibt aber auch auf jeden Fall Bluetooth. Das ist mit einer SD-Karten-Slot. Und mit dem Audioausgang. Der Audioausgang geht dann hoch hier in so einen Bluetooth-Empfänger rein, den ich mir gekauft habe. Und dadurch kann ich mein Handy mit dem Autoradio koppeln. Das ist für mich absolut ein cooles Feature. Dann habe ich noch das Handy mit einer Halterung quasi an die Scheibe gemacht. Und dadurch verfüge ich dann über einen modernes Navi, beziehungsweise kann über das Handy Musik hören, was über das Autoradio läuft, über die Boxen. Und dann habe ich noch ein USB-Ladegerät, um ständig das Handy dann dabei aufzuladen. Und da gucke ich dann, da habe ich meistens, wenn ich fahre, Google Maps laufen und man hat die neuesten Verkehrsinfos, man kann Musik hören. Das ist doch also für mich ein Riesenvorteil und das macht das Auto auf jeden Fall alltagstauglicher als ein Auto, was jetzt kein Google Maps Navi hat und nur ein normales Autoradio. Weil wenn man gerade viel im Feierabendverkehr fährt, da ist es ja wichtig, dass man aktuelle Verkehrsinformationen hat, nochmal einen Stau umfährt. Also das ist, macht das auf jeden Fall, das sollte man auf jeden Fall haben, dass man
so ein Bluetooth-Dongle mit Radio verbindet. Also schaut mal, das sind die meisten VW-Radios, die ein bisschen besser ausgestattet sind. Die haben diesen CD-Wechselausgang. Und ich kann vielleicht auch nochmal so einen Dongle oder so einen Stecker unten in die Beschreibung stellen, dass ihr ungefähr wisst, was ich meine, wie man das anschließt. So, das wäre jetzt auch schon das Video gewesen, wie alltagstauglich ist der Golf 4 nach 20 Jahren. Ich sage jetzt als Fazit, er ist noch sehr alltagstauglich, er ist eigentlich noch ein super Auto. Die einzigen Schwachpunkte sind natürlich die Abnutzung, Gummi, Dämpfer, Fahrwerk, Sitze sind vielleicht auch nicht mal so besonders. Er fährt sich ein bisschen daher wie ein altes Auto. Wenn man das alles verbessern würde und wieder alles neu machen würde, dann hätte man ein Auto, was 100% noch mithalten kann. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt hier nicht gelangweilt mit meinem Video. Schaut mal rum auf meinem Kanal, sind jetzt noch ein paar mehr Autovideos drauf, kommen auch noch ein paar dazu. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und bis bald.